Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute die neue Essence Lidschattenpalette vorstellen. Es ist die Städtepalette London. Das Design her finde ich optimal angepasst und auch die Farben. Es ist ein kleiner Spiegel hier mit drin und das wären jetzt die Farben. Hier haben wir so einen Rot-Korallton. Dann haben wir ein dunkelblau Glitzer, ein Goldglitzer, grau, ein dunkles Braun. Hier haben wir noch so ein gemischtes und hier haben wir ganz viele Farben zum Setten. Und ich dachte mir, wir schwingen heute mal einen Look zusammen. Ich versuche so viel wie möglich Farben zu benutzen und dann legen wir auch gleich los. Hier haben wir eine kleine Kaffeetasse. Ist natürlich jetzt auf dem Kopf, da müssen wir es so rumhalten. Kleine Kaffeetasse ist hier eingepresst. Das finde ich ganz niedlich. Und mit dieser legen wir gleich mal los. Leichtes Kickback. Das ist so ein leichtes Taupe mit minimal Flieder. Was heißt Flieder? So Aubergine. Also ganz hell. Aber es gefällt mir gut. Sehr dezent. Also es ist ein typischer, wie sagt man, typische Qualität von Essence. Lässt sich allerdings sehr gut auftragen. So, dann habe ich mir gedacht, wir sind heute mal ein bisschen mutig und wir gehen als erstes in diesen Rot-Korallton. Ja, sehr mutig. Ja, die Farben sind sehr gut deckend. Und gefällt mir bis jetzt sehr gut. Wenn man nach meinem Outfit geht, sollte es doch eher ein blauer Look werden. Und das machen wir auch gleich. So. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten in das dunkle Braun. Das tupfen wir uns hier ein bisschen außerhalb auf und verblenden das ein bisschen. So. Können wir ruhig ein bisschen großzügiger sein. Weil die Farben lassen sich sehr gut verblenden. Und dann haben wir hier ein Riesenrad. Das soll bestimmt das London Eye darstellen. Da kann man ja reingehen, da kann man sich die ganze Stadt von oben anschauen. Also ich muss sagen, nach London täte ich gerne mal fahren. Mal lieber mit den Fingern auftragen hier. Wow, das ist ein richtig tolles Royal Blau. Oh, ist das krass. Ist das toll pigmentiert. Wie gesagt, solche Glitzertöne sollte man wirklich mit den Fingern auftragen. Damit kommen sie am besten zur Geltung. Wow. Krass, echt krass. Hilfe. Hier geht noch was drauf. So, mal gucken, ob man das ein bisschen verblenden kann.
Oh, die Farbe sitzt. Die Farbe sitzt, wo sie sitzt. Oh. So, und weil wir einmal dabei sind, gehe ich jetzt in den Goldton und den setze ich mir gleich hier vorne mit aufs Auge drauf und versuche ein bisschen, dass das mit dem Blau verschmilzt, dass das nicht ganz so krass aussieht. Toll, richtig toll. Oh, und ich schwitze schon wieder. So, ja, noch ein bisschen müssen wir das verblenden, ob wir wollen oder nicht. Das ist sonst einfach zu krass. Wow. Gehen wir nochmal ein bisschen in das Rot mit rein. So, wir machen noch ein bisschen Gold drauf. Gold ist gut. Obwohl ich sagen muss, das Blau lässt sich besser auftragen als das Gold. Ganz verrückt heute. So, hier habe ich noch einen Schimmerton. Oh, ich sehe aus wie ein kleines Kind gerade, was die Farben für sich entdeckt hat. Das tupfe ich noch hier hinten ein bisschen mit in die Ecke. Krass, echt krass. Wir können ja mal probieren, ob man noch im Inner Corner, hier habe ich noch so ein schönes Grau. Das können wir hier noch ein bisschen mit auftragen. Also es ist ein Grau, es ist ein Weiß. Ein Weiß, genau. Wir uns hier innen rein. So. Gib dem Auge gleich mal wieder ein bisschen ein Strahlen. So. Außerdem würde ich gerne versuchen, hier unten noch ein bisschen. Oh, das sieht ja klar aus, als hätte man mir ein bisschen aufs Auge gehauen. So. Tun wir das alles noch ein bisschen ausblenden hier. Es ist schon krass, es ist richtig krass. Dieser Look. Am besten sieht es dann immer aus, also finde ich jetzt, wenn man den Look circa eine Stunde oder 2 Stunden schon getragen hat, da gefällt er mir immer am besten. Da sind die Farben am besten ineinander verschwommen. Und es kommt da am besten zur Geltung, finde ich jetzt immer. Also das Blau ist schon krass. Richtig krass. Könnte man ein bisschen mehr drauf. Aber es ist cool fetzt. Wie gesagt, ich mische ja solche Paletten gerne. Dann nehme ich eine andere und dann die ganzen Glitzertöne nehme ich dann aus einer anderen Palette. So, ich würde das jetzt fast schon lassen. Hier hinten. Das noch ein bisschen weg. So, dann tun wir jetzt ein Fixing Spray auftragen. Damit das auch gut hält alles.
So, in der Zeit, wie es eintrocknet, swatche ich euch nochmal die Töne. Also, das Blau, den Goldton, dann habe ich hier hinten noch ein Blau-Grau, ein Braun, ein mattes Braun und natürlich das Rot. Und hier haben wir noch so einen Glitzer, den machen wir auch. Also von den Farben her finde ich es schon etwas außergewöhnlich. Es sind einfach mal andere Farben drin. Gefällt mir relativ gut. So. So sieht sie danach aus. Also ich war sehr viel. Das kleine Riesenrad hier ist ja schon fast weggewischt. Finde ich jetzt ein bisschen schade. So, dann habe ich aus meiner My Little Box diese Mascara von Lashdance. Hatte ich ja auch das Bürstchen gezeigt. Dieses Gummibürstchen. Und ich will es mal probieren, ob es was bringt. Ob sie es auftragen lässt. Ich finde immer. Also mir kommt es immer so vor, als ob ich immer nichts an die Wimpern dran kriege. Mal gucken. Trennen tut sich's gut. Aber mir kommt so vor, als ob ich gar nichts wirklich an die Wimpern dran bekomme. Ja, wird jetzt einfach mit benutzt. Bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, weil ich sag mal, wenn ich Mascara nehme, möchte ich auch, dass man sieht. Das wäre dann wahrscheinlich eher, wenn man einen ganz dezenten Look schminkt. Bürstchen ist schon gut. Krabbelt im Gesicht. So, unten noch ein bisschen. Ja, geht. Es geht. So, was sagt ihr dazu? Krasser Look, krasse Farben. Kann man so lassen. No. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ganz wichtig, lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diese tolle Palette war's. Gibt es auch noch zu kaufen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, schon 4 Wochen ist die im Shop drin. Schaut einfach mal rein, wenn ihr auch Interesse habt. Kostet 6,99 €. Ne? Macht's gut, eure Karina. Und einen schönen Tag. So, und was haben wir wieder vergessen? Den Lipgloss. Extra passend noch einen roten habe ich hier einen von Biu. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr, aber wie gesagt, ich brauche hier alles auf. So, jetzt passe ich doch perfekt zu dieser Palette. So, aber jetzt ist gut. Macht's gut. Tschüss.